Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die Dateigröße von verschiedenen Bildern verkleinern könnt, ohne dabei Qualität zu verlieren. So, ich habe hier jetzt zwei Bilder, und zwar einmal ein 4K-Bild in dem Format JPEG, dann noch einmal ein 1920x1200-Bild in dem Format PNG. So, um die Bilder zu verkleinern, braucht ihr das Programm Cäsium. Link dazu in der Videobeschreibung. So, ihr nehmt einfach ein Bild. Ich fange jetzt einfach mal mit dem 4K-Bild an und ziehe es hier hinein. So, markieren könnt ihr das einfach, indem ihr drauf drückt. Und hier unten könnt ihr dann ein Format auswählen. Ich wähle da standardmäßig immer JPEG aus, da JPEG die Bilder ziemlich klein komprimiert. Und ja, falls ihr ein Bild habt, bei dem ihr Transparenz habt, dann könnt ihr PNG auswählen, aber das ist bei Wallpapern eigentlich nicht so der Fall. So. Wenn ihr JPEG ausgewählt habt, wählt ihr hier bei Qualität 80 aus und drückt auf Set Quality. 80 bei 80 und 100 gibt es eigentlich kaum Unterschied, also man sieht auch wirklich gar nichts davon. Und ja. So, die Auflösung könnt ihr jetzt hier kleiner machen, dann habt ihr eine kleinere Dateigröße, aber wir lassen die jetzt erstmal so, also bei 4K, und wählen hier einen Ordner aus, in dem wir das Ganze speichern wollen. Ich habe hier jetzt meinen Desktop ausgewählt, und ja, hier unten könnt ihr noch einen Suffix auswählen, das heißt, was hinter das Bild gesetzt wird, zum Beispiel, also hinter den Dateinamen. Zum Beispiel der Dateiname ist jetzt 3048 mal 2160. Wenn ich jetzt hier unten ein minus 0 hin dran setze, dann ist der Dateiname gleich, nur halt eben, dass da ein minus 0 hin dran steht. Das brauchen wir aber jetzt nicht. So, ich drücke jetzt einfach auf Compress. So, und jetzt bekommen wir die Meldung, dass es erfolgreich war. Hier unten bei Errors würdet ihr dann sehen, wenn ein Bild nicht funktioniert hat, also wenn ihr jetzt das Ganze mit mehreren Bildern gleichzeitig macht. Und hier, ihr drückt dann eben auf OK. Und hier oben sehen wir, dass das Bild jetzt um 77% kleiner geworden ist, als von der Größe her. So, ich werde jetzt doch mal das 4K-Bild hier einblenden und werde dann auch noch das neue 4K-Bild einblenden. Also da, wo wir jetzt die Dateigröße kleiner gemacht haben. So, als nächstes machen wir das Ganze mit dem 1920 mal 1200 Bild. Erst einmal das hier entfernen. Jetzt nehmen wir das Bild und ziehen es einfach hier hinein. So, Qualität wieder 80. Die Größe können wir auch so lassen. Und jetzt drücken wir auf Compress. Jetzt sehen wir hier um 88% kleiner geworden. Das liegt daran, dass PNG meistens größer ist als JPEG, da das größer komprimiert ist, oder naja, ich kenne mich damit jetzt nicht so aus, aber es ist halt eben meistens größer. So, ich werde die zwei Bilder jetzt auch nochmal einblenden. Und jetzt zeige ich euch noch, um wie viel Prozent es kleiner werden würde, wenn ihr die Auflösung auch noch kleiner machen würdet. Bei dem 4K-Bild. So, auswählen. Wieder Format JPEG und Qualität wieder 80. Größe wählen wir jetzt hier einfach mal Full HD aus. Und auf Compress. Okay. So, eben haben wir gesehen, es wurde um 77% kleiner und jetzt wurde es um volle 94% kleiner. Das heißt, aus dem 8 MB Bild wurden jetzt nur noch ein halber Megabyte. So. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Für mehr Videos könnt ihr mich abonnieren und bis zum nächsten Video.